was uns auch wirklich krass weitergeholfen hat. Also ohne dieses Coaching stellen wir auf gar keinen Fall da, wo wir jetzt stehen. Also das kann ich nur sagen. Man wird, sage ich mal, ein bisschen mutiger, wenn man halt weiß, Ja. okay, du hast etwas, was jemand schon mal gemacht hat, was geklappt hat. Leichter kann man dir etwas nicht in die Hand geben, sage ich mal, um was Ja. aufzubauen. Wenn man schon an diesem Punkt ist und den Satz hört, sollte man sagen, okay, jetzt ergreife ich die Chance und nutze das. Herzlich willkommen zu diesem Video. Auf dieses Video bin ich besonders gespannt und freue mich riesig, dass ihr beide hier seid. Das ist jetzt das erste Testimonial mit Lukas und mit Melissa. Die beiden sind jetzt nicht nur fünfstellig gegangen. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen die ersten Testimonials, wenn sie fünfstellig gehen. Das Ganze ging es doch recht schnell, Sprung auf eine sehr geile Richtung. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr im Start seid. Stellt euch gerne mal kurz einmal vor und sprecht auch gerne darüber, wie jetzt der letzte Monat bei euch lief, was umsatztechnisch rüberkam. Könnt ihr gerne ganz genau sein. Also, ich bin Melissa, ich bin 23 Jahre alt und ich habe OnlyFans selber vor 2,5 Jahren gestartet, also als OnlyFans-Model. Und ja, war dann auch bei verschiedenen Agenturen, war aber nie so zufrieden. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, ich mache das mit meinem Freund einfach zusammen. Und dann haben wir einfach mal das for fun gesagt, ja, wir machen das. Und ja, das wurde dann irgendwie alles richtig ernst. Und jetzt machen wir das seit ungefähr einem halben Jahr. Ja, Weiß nicht, ja, ungefähr genau. so richtig intensiv seit 2 Monaten, Ja. erst seitdem wir zusammenarbeiten. Ja, aber erstmal zu mir, ich bin Lukas, ich bin auch 23 Jahre alt und ja, also ich wurde in die kalte Schublade geworfen, ich hatte keine Wahl, ich wurde mit OnlyFans in Verbindung gebracht, aber nicht freiwillig und dann habe ich mich immer mehr damit identifiziert. Ich habe gesehen, was für eine Möglichkeit da ist, Geld mitzumachen und ja, so kam es dazu, dass wir angefangen haben, uns dazu entscheiden, selber mal auszuprobieren, wie das ist, wenn wir Models betreuen. Ja, und unser erster Ja, Monat war erzähl ruhig. halt ja, schwierig, sagen wir es mal so. Also wir hatten halt so ein bisschen Unterstützung von Bekannten von mir, die halt auch da was gemacht haben. Aber es war halt schwierig für uns, da einfach so Fuß zu fassen. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, weil es wirklich eigentlich easy ist, da schnell Geld zu verdienen, brauchen wir jemanden, der uns da wirklich an die Hand nimmt und sagt, so und so läuft das und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp uns gibt. Der Lukas hat den Max dann irgendwie gefunden. Und da haben wir dann auch uns das erste Coaching geholt, was uns auch wirklich krass weitergeholfen hat. Also ohne dieses Coaching stehen wir auf gar keinen Fall da, wo wir jetzt stehen. Also das kann ich nur sagen. Wir haben uns den Kurs angeguckt und da wurden halt einfach Sachen gesagt, die bringen einen weiter. Also auch wenn man sagt, man kriegt das ohnehin, kann sein, aber du sparst halt viel Zeit und Stress und Fehler, die du halt machst, wenn du diesen Kurs nicht kennst. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar dafür und durch den Kurs haben wir auf jeden Fall auch vom Umsatz her viel, viel mehr rausgeholt. Ja, das Wie Wichtige ist flappt halt, wie viel habt ihr es genau im Dezember gemacht? hast du Knapp das? 26. 26.000? Ja. Stabil. Das ist Die gut. ersten Monate waren halt wirklich nicht mal die Hälfte davon. Ja. Was würdet ihr sagen, jetzt bevor wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, was war so konkret eure größte Herausforderung? Könnt ihr das runterbrechen? Also unsere größte Herausforderung war tatsächlich, Strukturen das Ganze reinzubringen, weil wir wussten ja, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen. Aber durch den Kurs haben wir dann letztendlich nochmal eine kleine enge Summary so gesehen bekommen, was wir genau machen müssen und vor allem auch in welcher Reihenfolge und mit welcher Möglichkeit die verschiedenen Aufgaben zu erledigen sind. Und das hat uns wiederum Zeit gespart und das ist ja auch ganz wichtig, weil es ja ein Zeitmodell. Ja, 100%. Ich sage das auch immer wieder Leuten, die bei uns irgendwie im Erstgespräch landen. Ich sage zu ihnen, ich bin ja nicht irgendwie. Das habe ich euch ja auch im Erstgespräch gesagt. Das ist eigentlich auch schon gleich so meine nächste Frage. Aber ich sage das auch immer den Leuten. Ich sage denen, ich bin jetzt kein OnlyFans-Management-Gott. Ich weiß safe nicht alles. Ich habe mir das selber irgendwie über Coaching-Programme, die großteils Müll waren, über Telegram-Gruppen, über Erfahrungen selber zusammengebastelt. Und das Coaching-Programm ist halt im Prinzip einfach nur eine Abkürzung. Also man findet es schon irgendwie alles selber. Aber in dem Business ist Zeit halt Geld. Und dann lohnt sich das halt einfach alles so kompakt auf einen Ort zu bekommen, ne? Ich kannte also die Model-Seite. Ich wusste halt, okay, wie läuft das als Model? Worauf musst du ein bisschen achten? Er kannte halt so ein bisschen die rechtlichen Sachen. Und dann war es halt, da fehlt halt noch so ein bisschen was. Und das haben wir durch diesen Kurs dann so, hat sich das Weil ich Puzzle mich ge. durchsetzen konnte, dass wir einen Kurs kaufen. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Da sind wir gelandet. Was mich auch interessieren würde, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir müssen jetzt die Leute nicht namentlich erwähnen. Ihr wart ja auch mit anderen Leuten im Kontakt. Jetzt so der erste Moment, wie war für euch so unser erstes Gespräch? Weil es gibt ja Leute, die schauen das an, die haben dann Respekt davor, sich irgendwo einzutragen. Wie war es für euch, das erste Mal mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen? Also ich bin ehrlich, ich war richtig skeptisch. Ich bin generell Ja. sehr skeptisch, was sowas angeht. Und ich war auch so, was unterscheidet das jetzt von anderen Menschen? Aber ich sage ehrlich, mein Bauchgefühl hat, nachdem ich auch mit dem Lukas darüber geredet habe, so gesagt, okay, mach das. Ich hatte ein Bauchgefühl, sagen wir es mal so. Ja, genau, ich sehe das Ganze.
Genauso wie sie, also nur, dass ich halt nicht skeptisch war. Ich war halt so nach dem Motto, es gibt, ich weiß ganz genau, es gibt verschiedene Anbieter, die alle ein OnlyFans-Mentoring anbieten. Aber mir geht es jetzt nur noch darum, den rauszufinden, der das Beste macht und das Persönlichste. Und das habe ich auf jeden Fall gefunden. Wie war denn euer Gefühl, weil ihr habt dann einen gewissen Betrag investiert, das ist jetzt vielleicht auch mit das erste Mal gewesen, das weiß ich jetzt nicht genau, ob man sich ein Coaching-Programm geholt hat. Wie war denn für euch so dieses Gefühl, während ihr mit uns zusammengearbeitet habt? Also wie bisher habt ihr so die Zusammenarbeit empfunden? Total entspannend. Also wenn man irgendwelche Fragen hat, die Antworten kam. Also ich habe eine Nachricht geschickt, bin kurz runter von WhatsApp wieder drauf und du hast direkt ein Audio aufgenommen. Also das war schon echt sehr, sehr gut. Und du hast auch immer die Mühe, auch die du dir gemacht hast, um zu antworten. Es sind immer 2 Minuten Sprachnachrichten und immer ausführlich, sodass man auf alles eine Antwort bekommt, dass eigentlich gar keine anderen Fragen mehr offen bleiben. Das war schon echt sehr cool. Ja, ich hatte ja auch da das ein oder andere Problemchen, sag ich mal, wo ich euch gefragt habe, dass jetzt eigentlich nicht so viel mit dem Kurs zu tun hat. Und da war ich halt auch so also erfreut drüber, dass halt trotzdem so schnell eine Antwort kam. Und man merkt halt, dass ihr sehr hilfsbereit seid, was das angeht. Und dass sich das halt auch gelohnt hat. Ja, das freut mich sehr. Was würdet ihr sagen, wenn ihr hattet ja gesucht nach einem passenden Anbieter, der sowas macht? Was wäre denn passiert, wenn ihr jetzt nicht diese Zusammenarbeit gestartet hättet? Wenn ihr gesagt hättet, okay, doch nicht, ist zu viel Geld oder Max ist nicht seriös oder was auch immer. Was wäre denn passiert wahrscheinlich, wenn wir das nicht gemacht hätten? Wir hätten keine 26K gemacht und hätten Nee. sehr viel Streit gehabt. Ja, es wäre auf jeden Fall schwierig geworden, weil wie gesagt, es ist schon wichtig, vor allem jetzt in der Zeit, wo das Ganze noch funktioniert, was heißt noch funktioniert, es wird ja auch noch was funktionieren, aber jetzt am Anfang, wo das, sage ich mal, noch nicht so publik ist, sonst jeder kennt, wie Dropshipping zum Beispiel, also dass man die richtigen Steps macht, nicht fünfmal in die falsche Richtung läuft, sondern vielleicht nur einmal und dann zusammen und sich zusammentut und dann eine Lösung fürs Problem findet. Ja, und vor allem, weil es halt auch immer verschiedene Traffic-Strategien gibt und sowas, da ist es schon wichtig, dass man dann auf jeden Fall die wichtigsten kennt und einfach schnell zusammen eine Lösung findet, anstatt selber jetzt herumzuirren. Also ich bin mir sicher, wir hätten es auch alleine geschafft, aber wenn wir jetzt komplett ohne Hilfe das alles herausgefunden hätten, dann wären wir schon wieder überholt worden. Ich glaube auch, dass mich immer die Motivation einfach stehen gelassen hätte. Ich glaube, ich hätte irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil dieses immer sich irgendwas erarbeiten und alles erlernen und ich weiß nicht, da bin ich halt eh nicht so der Fan von. Wenn ich es habe, wo ich ein bisschen investiere und weiß, okay, das bringt mir was, dann mache ich lieber das, weil ich habe keinen Bock, meine Zeit so zu verschwenden. Und ja, deswegen war das schon eine gute Idee. Noch kurz zum Thema Zahlen. Wie war das eigentlich bei euch konkret? Weil ihr hattet jetzt vorhin gesagt, okay, ihr macht das seit 6 Monaten, seit 2 Monaten eigentlich erst so richtig. Ihr habt ja schon einen Umsatz gemacht, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Wie war das jetzt genau? Sind wir seit 6 Wochen arbeiten wir zusammen? Acht? Ja, sechs, Zehn? lass es sechs sein. Ja, und da wart ihr bei 7, ne? Wart ihr da bei Ja, 7K im Monat? wir waren bei Ja. 6K im Monat und dann, Und jetzt von ne, 6 auf 26, das genau, ist den alles 3 Monate. Das kurzen ist schon Zeit. wild. Man muss natürlich auch bedenken, so die ganzen Strategien und alles, die sind maximal, allerhöchstens haben wir die gerade angefangen. Also hauptsächlich ist eigentlich nur Struktur und Ordnung, was uns das Geld gebracht hat und noch nicht mal die richtigen Strategien, die Ja, und halt dahinter stecken. die Tipps, die halt so, diese Kleinigkeiten, die es dann halt nochmal Ja. so bringen. Ja, das Ja, macht also da Sinn. macht man sich, wenn man sich am Anfang Gedanken macht, dass die Anfangsinvestition viel Geld ist, dann lacht man nach dem ersten Monat darüber, weil wenn man alles vernünftig nachgeht, wie ihr es beschreibt, dann ist das nichts mehr. Auch von den Ja. Zahlen her halt so, die kommen halt auch, weil man so ein bisschen die Motivation bekommt. Also man wird, sage ich mal, ein bisschen mutiger, wenn man halt weiß, Ja. okay, du hast etwas, was jemand schon mal gemacht hat, was geklappt hat. Dann weißt du, okay, komm, ich mache es jetzt einfach mal, ich probiere es einfach mal, weil von alleine machen das die wenigsten, es einfach zu probieren, wenn man halt nicht weiß, was bei rumkommt. Auf jeden Fall. Wie seht denn ihr das? Also das ist für alle YouTube-Zuschauer, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Kunden mit drin sind, alle Leute, die sich eine Agentur aufbauen. Wie seht denn ihr das? Ich glaube, es ist ja auch voll wichtig, dass ihr mal mit uns im Kontakt seid und dass man halt auch die anderen sieht, dass man sieht, okay, die sind auch am Arbeiten, weil ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich habe ja auch irgendwann so mein erstes Business aufgebaut. Ich weiß noch damals, dass ich das gestartet habe, das war ja was anderes. Wenn man weiß, okay, immer macht das alleine, dann bin ich damals in so ein Vertriebsteam reingekommen, da habe ich gewusst, okay, das sind Leute, die machen das auch. Das gibt dann wahrscheinlich schon um einiges mehr Sicherheit, so, oder? Also ich muss sagen, wir waren ja auch mal bei einer anderen Sache und da war es halt für mich so diese Sekte, so richtig Sekte. Wart ihr im Also Network oder was habt ihr gemacht? ja, nicht Network, keine Ahnung, so. Was du angefangen kannst du zu Ende bringen.
Ja, also sagen wir mal halt einfach was mit Strukturvertrieb. Und da habe ich halt Okay. auch schnell gemerkt, das ist ein krasser Zusammenhalt, die Leute supporten sich, aber auf eine andere Art und Weise. Und jetzt ist halt auch dieser krasse Support untereinander, aber nicht dieses, ja, dieses Sektenmäßige. Ich Ich weiß nicht, wie ich das weiß, was du, ich weiß genau, Ich was du glaube, meinst. was ich sagen möchte, ist dieses Ganze, es gibt ja auch, also ich halte selber nichts davon, dieses Ganze so, ja, also nicht falsch verstehen, also ich halte schon viel davon, dass man, wenn man sowas machen will, dann braucht man halt einfach eine andere Denkweise als ein Nuller. Ich nenne es jetzt mal ohne wie böse gemeint, zu meinen 0815 Mensch, aber so, wenn man was anderes erreichen möchte als der größte Teil der Bevölkerung, dann musst du halt auch anders denken. So, dann unterscheidet sich das halt nochmal in so Leute, die halt wirklich einfach nur Mindset machen und damit schon Geld verdienen, weil sie am oben vom ganz oben vom Strukturvertrieb stehen, oder ob es wirklich Leute machen, weil sie die andere Denkweise erhalten wollen und damit halt versuchen, was zu schaffen. So, und hier ist es halt nicht so, ihr habt da ja letztendlich gar nicht so krass viel von und ihr bringt uns das trotzdem alles mit auf den Weg. Ihr hattet euren Betrag und das war's. So, und eigentlich könntet ihr noch viel mehr Profit rausschlagen, wenn ihr wollt. So, aber es geschieht trotzdem nicht. Und ich war halt noch einer, ich hatte halt, sie hat ja schon seit 2 Jahren, macht sie ja schon OnlyFans. Und ich hatte halt noch gar keine Berührungspunkte mit sowas und auch nicht damit so viel Geld zu verdienen, auch nicht im Strukturvertrieb. Und das ist für mich so das erste Mal so großes Geld verdienen. Und das ist natürlich, das gibt einem unfassbar viel Sicherheit. Also. Ja, man merkt halt auch, dass die anderen halt auch Bock haben, was zu machen und man unterstützt sich ein bisschen gegenseitig. Man gibt sich die Tipps mit, man gibt sich die Fehler von den anderen mit und das ist halt dieses Menschliche, das wird halt auch da relativ groß geschrieben. Also, dass man halt weiß, okay, die stehen auch alle am Anfang, haben auch alle noch nicht so viel Ahnung und man macht das irgendwie so ein bisschen zusammen und drückt dann immer so ein bisschen zusammen so hoch. Ja, sehr Das cool. machen halt die wenigsten, weil viele haben ja auch Angst dann so, oh Gott, wenn ich das jetzt, wenn ich die zusammensetze und die sich connecten, dann könnten die, brauchen die mich gar nicht mehr und so. Das gibt ja auch Leute, die denken so und das ist halt meiner Meinung nach falsches Denken. Ja, also für mich ist ja auch klar mit dem ganzen Mentoring-Programm. Mein Plan ist halt, ich glaube, das merkt man auch, könnt ihr mir gerne Feedback geben. Mein Plan ist halt natürlich, ich will bezahlt werden für die Arbeit, die wir machen, aber mein Plan ist halt, was Cooles aufzubauen und nicht maximal viel Profit aus euch rauszuziehen. Ja, das So. merkt man auch. Ansonsten würdest du auch ganz anders so mit uns umgehen. Also man merkt Ja. halt nicht darauf aus, bist so, ich will jetzt so viel haben, wie es geht, sondern du gibst Ja. uns halt viel mehr mit, als du eigentlich müsstest. Ja, ist das so. Ja. Letzte Frage zu dem Fragenkatalog. Und zwar, wem würdet ihr die Zusammenarbeit mit uns weiterempfehlen und warum? Ich habe tatsächlich schon jemanden weiterempfohlen. Der hat Okay. auch Firma gegründet, ist damit aber bei der aktuellen Situation nicht so weit gekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich so, ey, wenn du Bock hast, weil ich weiß, dass er Startkapital hat, ich weiß, dass er die Motivation hat und auch die Ahnung hat. Ich habe gesagt, melde dich bei mir, ich habe da was, was dir gefallen würde. Ich würde es halt jedem empfehlen, der halt wirklich Motivation hat und Bock hat. Es ist halt was, also nur für Leute, die wirklich Feuer unterm Arsch haben und sagen, ich will das schaffen, weil ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld. Weil wenn du mit den Tipps nicht anfängst, ist es halt dein eigenes Pech, weil leichter kann man dir etwas nicht in die Hand geben, sag ich mal, um was Ja, aufzubauen. und ich kann es nur jedem empfehlen, der auf jeden Fall, also erstens am Anfang steht und zweitens halt auch die, die noch nicht ganz am Anfang stehen, weil wir beide hatten jetzt, sage ich mal, das hat uns jeder gesagt, überdurchschnittlich gute Voraussetzungen, einfach weil wir halt schon, sage ich mal, aus dem Bereich kommen und schon mehr auskennen als jemand, der komplett neu anfängt. Aber es ist wirklich für jeden was dabei. Die, die ganz neu am Anfang stehen, die kriegen von Grund auf alles erklärt. Und vor allem das Geilste ist, dass die Videos einfach kurz und knackig das auf den Punkt bringen und es wird nicht drumherum geredet. So, also ich habe nie gedacht, dass man so jeder Traffic, den es da draußen gibt oder jede Möglichkeit oder viele davon, die kann man in einer Stunde zusammenfassen. Also ich sage immer, wer dieses Video jetzt anguckt, der sollte die Chance nutzen. Ja. Weil sonst, guck, also man guckt sich das ja nicht einfach so an und denkt sich so, mal gucken, was die so erzählen. Man macht das ja aus einem Grund. Und Du guckst es dir eh schon wenn man an. schon an diesem Punkt ist und den Satz hört, sollte man sagen, okay, jetzt ergreife ich die Chance und nutze das. Safe. Okay, Leute von YouTube, ihr wisst Bescheid, hört auf Lukas und Melissa. Die ganzen, die machen das seit 6 Wochen bei uns. Die sind nicht geschmiert oder irgendwas. Die sind glückliche Kunden bei uns. Wenn ihr eine OnlyFans-Agentur aufbauen wollt, dann klickt auf den Link unter dem Video. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten.